Überrascht mich nicht, dass du dich hier unten herumtreibst. Du? Du hast hier nichts zu suchen! Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jofarvik. Das waren deine Worte. Und doch schwimmst du hier im Silber von all den Waren, die du eingezogen hast. Bist du die Nadel oder nur ein weiterer seiner Schergen? Du weißt gar nichts. Das Gewebe dieser Welt ist verbraucht, zerrissen, löchrig. Irgendjemand muss das alles wieder zusammenflicken. Jemand mit einer starken und doch ruhigen Hand, der einen Faden einfädeln kann. Jemand wie ich. Du bist ein lausiger Poet, doch meine Frage wurde beantwortet. Ja, wir haben alle unsere Schwächen. Deine scheint das Eisen zu sein, das zwischen uns steht. Glaubst du, deine Männer könnten mich aufhalten? Ich halte es nicht für unmöglich. Die Rote Hand ist uns treu ergeben. Das ist mehr, als ich von den Händlern behaupten kann. Beeilt euch! Wir treffen uns auf dem Marktplatz, wenn ihr fertig seid. Danke für den Tipp! Ja, dass der Freund auch dazu gehört. Kleine Überraschung. Ja, beiden. Er wollt Stress. Böschen. Oh, ein Tor wird geholfen. Bitte nicht beißen lassen. Das könnte böse enden. Vor allem dem Jahrhundert. Whoops. Ja, Jesse. Ah, also, gut, der ist auf dem Markt. Ich dachte, jetzt kommt eine andere Person dazu, aber nee. Anscheinend ist hier jeder irgendwie Dreck am Stecken gefühlt. Was quietscht hier eigentlich die ganze Zeit hier? Eine Tür oder so? Ah, ich muss raus. Gut. Dann jetzt mal raus hier. Weil ich den Weg finde. Tag auch. Stör ich bei was? Woo! Bitte auf, was wo du hinschlägst, du kannst es treffen. Autsch. Hallo? Bing! So, mein kleiner Wolfi. Und du störst. Dankeschön. Autsch. Yep. Hallo, kleiner. Was, Meister? Tschüss. Ah, Tür wieder auf. Tür wieder zu. Komm ich hier wieder raus? Nein. Das heißt, es gibt hier einen anderen Weg. Entschuldigung, dass ich hier störe und die Tür quietscht. Ihr müsst mal geölt werden. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Sagst du meinen Weg raus, mein Guter? Das wäre sehr nett. Nee, tut er nicht. Schade. Okay, wie gesagt, ich habe mich hier vorhin versprungen, da bin ich hier runtergeflogen. Jetzt aber. Oh, ab. Hallo. Das ist mein Spruch. Autsch. Ich kann's doch nur. Bom, 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 bom. Whee. Komm, ich hab einen Hammer für dich. Ein tollen Hammer. Boing. Tag auch. Lass mich hier durch, bitte. Dankeschön. Ist mir einfach entwischt. Ich beende es auf dem Copper-Regatta-Markt. Ja, bin ich voll für. Und ich hoffe, dieses Quietschen habe ich nicht später in den Ohren. Uah, ich hasse solche Geräusche, die sich tätig wiederholen. Okay, hier raus. Ich glaube, unser Freund ist hier nicht raus, aber er wird hier in Knuddern nie sein. Alle ab! Na komm, begleite mich. Bewegung tut dir gut. Grigori! Genieß die frische Luft, den Anblick, die Geräusche, die Gerüche. Bitte, Grigori! Ich dachte, das macht dir nichts aus. Es waren nur ein paar Münzen. Ich verstehe. Es war nicht dein Fehler, sondern meiner, weil ich dachte, du hättest mehr als Luft zwischen den Ohren. Ich habe dir so viel Silber gegeben, dass ich meine Kinder nicht mehr ernähren kann.
von mir ganz zu schweigen. Bitte, sei gnädig. Oh Gott. Händler von Jovorvik, ich versprach euch eine Zukunft voller Gelegenheiten. Und was wollte ich im Austausch dafür? Erinnert ihr euch? Treue. Ja, Treue! Au. Möge dies als Lektion dienen, falls noch jemand auf die Idee kommt, meine Tätigkeiten zu stören. Ich darf ja nicht erwischt werden. Weißt du was, mein lieber Gregory? Mach's auf die faire Weise. Hi! Als Kind dachte ich, Schneeflocken wären Gottes Tränen, eingefroren durch unsere Sünden. Geschwächt vom Hunger, starrte ich in den Himmel und hoffte, dass er für mich weint, dass er mich retten wollte. Aber Gott rettete mich nicht. Die kam er schon. Er brachte mich in ein schönes Haus, gab mir reichlich zu essen, ein warmes Bett. Zum ersten Mal reichte mir jemand die Hand und zeigte mir Güte, Mitgefühl. Und dann leistete ich einen Eid. Ich schwor, den Mann nie zu verraten, der für mich da war, als Gott sich abwendete. Also hast du der Kammer gedient, obwohl du wusstest, woran er beteiligt war. Der Orden sorgte dafür, dass sich unsere Pfade kreuzen. Zum Dank bewahre ich die Stadt vor der Selbstzerstörung. Eine Lebensschuld ist ein starker Antrieb. Sie übernahm den Huger dieses Mannes, halt ihn und ließ ihn nie wieder los. Doch nicht mit demselben Mitgefühl, das dir gezeigt wurde. Zu viele mussten für das Erreichen deiner Ziele leiden. Du hast recht. Vielleicht verdiene ich diesen Tod. Aber ich bin nur ein Zahn in einem großen Rad. Und das dreht sich unvermindert weiter. Nicht mehr lange. Wo du jetzt bist, werden keine Tränen auf dich warten. Das ist das erste Mal, dass einer versteinert wurde hier. Also ich kann nachvollziehen, warum er das gemacht hat, aber... Störch! Dum, dum, bum, lass mich hier in Ruhe, ich bin hier nur auf Durchreise! Gute Gregory! Lass mich raten, er war der Nächste in der Liste, die ich gerade angeschaut habe. Also erstmal den Freund hier aufhalten. Dankeschön! Und dann dich dazu! Ups! Entschuldigung! Aber jetzt gerade so wieder Rambazamba! Nix da, du hast schon Zeit zu schubsen. Dankeschön. Okay, lass mal sehen. Wie gesagt, ist es gerade, das ist der Nächste in der Liste. Ja, hier. Das heißt, hier gibt es noch einen. Und der Freund hier, der ist woanders. Der ist in Glowcaster. Das heißt, den kann ich hier eigentlich nicht kriegen. Aber interessant, dass der Rest von denen hier ist. Ja, Glowcaster, das ist hier im Westen. Da werde ich vielleicht irgendwann mal hingehen und auch mal aufsuchen. Ich denke mal, ich muss da früher oder später sowieso oder so hin. Die Frage ist nur, wann. Das heißt, es gibt hier wahrscheinlich noch einen Ordensmitglied. Alle hier. Na, da habe ich was angetan. Das ist ja mehr oder weniger hier schon ein Ordensabschnitt, den ich hier mache. Ein inoffizieller. Aber ich finde es gut. Muss nicht so viel rumsuchen an die Ordensmitglieder. App. Gut, einmal bitte die Abkürzung wieder nehmen. Jupp. Ah, gibt's auch irgendjemand, der hier Probleme macht? Na, Evo, lass das. Danke. Also die Steuerung hier für diese Brücke ist furchtbar, ja? Manchmal. Wirklich nicht schön. Oh. Ups. Ganz schnell mal gelevelt.
Und ja, das ganze Rest, das ich hier aufleuchtet, ich suche das, wie gesagt, später. Als will ich das erstmal durchhaben hier. Dam-da-dam-da-dam. Ah, wer könnte wohl jetzt das letzte Ordensmitglied hier sein? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, der König, das wäre ein bisschen sehr random. Ich glaube nicht, dass es Lufine ist, das wäre noch mehr random. Oh, Entschuldigung, also Störer. Ich habe mich verlaufen. Kann schon mal passieren. So, Lufine. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Gut, dass das jemand gesehen hat. Was hast du zu berichten? Die Nadel wird nicht wieder stechen. Sehr gut, Eivor. Wer versteckte sich hinter diesem Namen? Meine Liebste, es gab einen Angriff auf dem Markt. Der Hafenmeister Gregori ist tot. Die Nadel. Er verkaufte beschlagnahmte Waren, um Silber für die Kammer zu beschaffen. Dazu war er gar nicht befugt. Wieso haben die Leute ihm geglaubt? Tja. Das Siegel des Rats, diese Ratte. Das läuft aus dem Ruder. Dass er das in seinem Besitz hatte, ist äußerst beunruhigend. Ich muss zurück und das Julfest vorbereiten. Aber ich tue es mit gespitzten Ohren und offenen Augen. Passt auf euch auf. Du auch, mein Freund. Ein wertvolles Siegel und ein Rätsel. Einer der vier ist unser. Einer der vier. Rixige, Faravit, Audun und... Hör, die vier Mitglieder des Rats. Wir sollten sofort ihre Räumlichkeiten durchsuchen, während sie mit dem Julfest beschäftigt sind. Ja. Ja. Komm, zum Archiv. Ein Ratsmitglied im Orden. Okay. Habe ich etwas übersehen? Das werden wir früh genug erfahren. Ja, ein Rats... Ja klar, sonst hätte die Nadel nicht dieses Ratsding nicht da in der Hand gehabt. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass man da drauf kommen könnte. So, ich nehme die Abkürzung, wenn du dich störst. Jupp. So, jetzt wieder in den Archiv. Das Zimmer zur Linken. Dort haben wir... Ja, da bin ich schon. Und kannst du mir sagen, wo genau? Ein Wachssiegel. Es ähnelt dem aus der Kloake. Das Siegel, das du der Nadel abnahmst. Glaubst du, dass es jemand gestohlen hat? Lass uns weitersuchen. Möglich. Das darf ich alles hier nochmal suchen. Warte, ist es vielleicht die Liste hier? Eine Liste mit Waren, die Jofrovik für das Julfest benötigt. Das ist Auduns Handschrift. Einiges ist durchgestrichen. Woher nahm er die Mittel für solche Anschaffungen? Audun hat viele Verbindungen. Die Frage ist halt auch Verbindung zum Orden. Die kenne ich. Waffen und Vorräte. Genug für einen kleinen Haufen Kämpfer. Kaum genug für Halfdans Armee. Das könnte der Grund sein, warum Faravid mehr Silber vom Rat fordert. Ja. Okay, und was muss ich jetzt hier aufdecken? Also das habe ich, das habe ich, das habe ich. Da fehlt hier was. Dieser Tisch sieht aus, als wäre er hierhin bewegt worden. Er gehört hier. Er ist voller Silber. Lieferung an Koparigatamarkt. Schmilzt dies für mich ein. Falls nötig, werde ich mehr beschaffen. Mein Weib darf nichts davon erfahren. Okay. Auf dem Boden sind Kratzspuren. Jörs Tisch stand mal an der anderen Wand. Ich erinnere mich, ja. Wieso jetzt nicht mehr? Eine Geheimtür. Wo sie wohl hinführt? Bewacht die Tür. Interessante Geheimtür, muss ich sagen. Da wäre auf echt nicht gekommen. Oh. Ah, okay, ich dachte, ich muss durchgehen. Nein, einfach aufschlagen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Oh, verdammt gut versteckt, ey. Oh, lass mal sehen. Hier wurde Wein gelagert. Wer ihn auch wegbrachte, war in großer Eile. Sehr viel Wein. Eine Ladung Wein wurde hier weggebracht. Und der Raum riecht nach Mandeln. Vielleicht ist der Wein vergiftet worden.
Vermutlich der Wein für das Julfest. Glaubst du etwa, dass eines der Ratsmitglieder vorhat, alle Gäste zu töten? Sieht ganz danach aus. Er ist es nicht. Nicht mein Jör. Er würde das niemals tun, er... Reiß dich zusammen. Über diese Möglichkeit können wir nachdenken, wenn wir alle Fakten haben. Jetzt müssen wir erstmal zum Julfest. Die Menschen dort schweben in Gefahr. Du hast recht. Zum römischen Amphitheater. Gehen wir. Vergifteter Wein. Wie ekelhaft. Also jetzt nicht, dass man das schmecken könnte oder so, ne? Aber es ist ekelhaft, dass man sowas macht. Sowas wurde öfter als einmal gemacht. Der vergifteten Wein, ja, das schmeckt mir nicht so leicht. Einmal gehört. Hab's nicht ausprobiert. Werd's wahrscheinlich hoffentlich nicht tun. Oder tun müssen. Hust. Das Jörfest. Hey Leute, ihr trinkt vergiftete Sachen. Eventuell. Hohe Wahrscheinlichkeit. Also lasst es lieber bleiben. Entschuldigung. Siehst du den Wein? Nein. Dann haben wir noch Zeit. Der gesamte Rat ist anwesend. Jeder von ihnen könnte die Kammer sein. Halt Ausschau nach dem Wein. Ich spreche derweil mit den Ratsmitgliedern. Vielleicht verfangen sie sich in einer Lüge. Auch Jör? Auch Jör. Wenn er die Kammer ist, dann werde ich sicher nicht zulassen, dass er hier alle tötet. Jufina. Ich hab verstanden. Aber versprich mir eins. Rede mit mir, bevor du zuschlägst. Versprochen. Ja. Das werde ich tun. Gut, dann die Ratsmitglieder. Rede ich mal mit den Ratsmitgliedern. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Mhm. Vielleicht... Faravid, auf ein Wort. Ah, Ranger, wenn du mit mir kämpfen willst, lautet die Antwort ja. Jemanden wie dich könnten wir gegen die Pikten brauchen. Du darfst mich bitten, aber ich wähle meine Seite mit Bedacht. Trinkst du gern? Ha, wenn das eine Herausforderung ist, nehme ich an. Sehr gut. Ich werde gleich mit Wein zurückkommen. Wein? Ach komm, wir trinken lieber Ale. Dann haben wir länger Spaß dabei, gemeinsam betrunken zu werden. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Vielleicht führt mich das zur Kammer. Also der Hinweis hier war schon ein bisschen... ja. Audun, anscheinend hast du ja doch Geld gefunden, um das Fest abhalten zu können. Du bist sicher glücklich. Da untertreibst du. Sieh nur, ich hätte mir keinen größeren Erfolg wünschen können. Bald wird das Festmahl aufgetragen und all diese Leute erhalten, was sie verdienen. Darauf sollten wir anstoßen. Ich hole uns etwas Wein. Nein, nein, ich darf nicht sündigen. Der Wein ist für die Bewohner Jochowicks. Aber trink du nur, sobald er ankommt. Irgendwas sagt mir, er ist es. Und zwar derbe. Und zwar so richtig derbe. Hier, wer war das? Da bist du ja. Ich war schon in Sorge. Dazu besteht kein Grund. Wir haben die Kammer hierher verfolgt. Er gehört zum Rat. Bist du sicher? Ja. Sobald ich weiß, wer es ist, bohre ich ihm meine Klinge ins Herz und beende die Sache. Bis dahin ist es wichtig, dass ich keinen Argwohn mit meinen Nachforschungen errege. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Was soll ich für dich tun? Besauf dich, so schnell du kannst. Was? Wieso? Ich brauche eine Ablenkung. Der Wein sollte bald ankommen. Trink 3 volle Becher und dann beginn mit dem Schauspiel. Das sollte sie von mir fernhalten. Das kann ich mir nicht leisten. Du musst eine andere Lösung finden. Tu es einfach. Mhm. Ich werde das Silber in den nächsten Tagen haben. Vielen Dank. Natürlich. Eivor. Konntest du herausfinden, wer die Kammer ist? Yep. Ich glaube, ja. Jedes Ratsmitglied hat mir Gründe gegeben, es zu verdächtigen. Einige mehr als andere. Und wen hast du im Verdacht? Also Jörg definitiv nicht. Also von der Reaktion her würde ich sagen, es war Audun. Aber definitiv nicht Jörg. Der Audun hat gesagt, nee, es ist nichts für mich. Das war so, ja, offensichtlich irgendwie. Audun war es, der von Anfang an dieses Fest wollte. Er hat es geplant. Also hatte er auch Zugang zum Wein. Und er half der Äbtissin Ingiborg dabei, christliche Texte zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass sie die Feuerprobe war. Ja. Ja, du hast recht. Und der Wein? Von allen Ratsmitgliedern wusste nur er, dass der Wein noch nicht da war. Als ich welchen anbot, verweigerte er sich und bestand darauf, dass er nur für die Gäste wäre. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Audun die Kammer ist. Brüder! Schwestern, liebe Freunde,
Seid willkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unsere Ehrengäste vorstellen. Einige von Jovroviks meistverehrten Persönlichkeiten geben sich die Ehre. Männer und Frauen, die die Stadt in diesen rauen Zeiten am Laufen gehalten haben. Daher freue ich mich, dass wir heute nicht nur Jul ehren, sondern auch die Edelinge, in deren tiefer Schuld wir anstehen. Der Wein! Audun ist die Kammer. Zu spät, wir dürfen die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Nun bitte ich euch, ihre und eure Erfolge mit mir zu feiern. Trinken wir auf das, was ihr verdient und mehr. Verdammt! Und nun, betäubt und geblendet von eurer Lust nach Schwelgerei und eurem närrischen Stolz, sage ich euch, was genau eine edle Abstammung ist. Ein Todesurteil. Eine neue Weltordnung steht bevor. Leider wird sie keiner von euch erleben. Bring die Ratsmitglieder in Sicherheit. Ich übernehme Audun. Los! Yep. Diese Sache geht nichts. Komm zurück, kein Entkommen. Keine Zukunft. Bleibst du da, ja? Du Weinvergifter! Bleibst du da, ich sag's dir! Na? Na? Ich krieg dich! Autsch, lass mich durch! Pferde! Oh! Tschüss dich! Du Weinvergifter! Was willst du mit all dem erreichen? Welche Reichtümer sind so viel Elend wert? Und den Tod von ehrbaren Männern und Frauen? Nur ein dümmlicher Geist würde sie ehrbar nennen. Sie sind privilegiert, langsam, selbstgefällig. Sie verschwendeten ihre Mittel. Ich sicherte unsere Macht durch Reichtum. Ich bin Teil der Zukunft eines wunderbaren Ordens. Du hast ehrliche Menschen ausgenutzt. Händler, Priester und auch Edelinge. Eivor, du liegst falsch. Deine primitive Kosmologie hält dich zurück. 9 Welten in einem Baum? Nein. 9 mal 9000 Welten mit ebenso vielen Sonnen. 9 Nächte hing ich an diesem Baum. Opferte mich selbst, mir selbst. So sucht der Weise nach Weisheit. Zahllose Sphären, die unser Geschenk, unsere Erleuchtung erwarten. Ich lebe nur in einer Welt. Du lebst in keiner. Hier, Yuffina. Wo sind sie hin? Oh, ich hoffe, den Rest geht's gut hier. Hallöchen, warum kämpft ihr eigentlich, Honjo? Ja, was wirklich ist. Stop! Er war ein Verräter-Mariker, wollte jeden vergiften, sogar den König. Also warum kämpft ihr gegen mich? Ich hab keine Ahnung. Aber wenn ihr unbedingt willst, hack ich nicht. Nein. Ups. Nix da. Oh, tschüss! Ah. Jetzt du hier oben. Pop! Pop! Oh, ey, ja. Dankeschön. Du auch. Gut. Jetzt können wir gehen. So, bitte feiern, aber ohne Wein, bitte, ja? Das wäre gut. Tschüss. Und ja, den Bogenschützen lasse ich oben. Einfach weil. Oh, ich hoffe, das war das letzte Ordensmitglied hier. Und wenn ich mir wieder von der Reihe hier. Ja, alle hier in derselben Reihe. Das ist irgendwie cool, muss ich sagen. Außer der Typ hier. Der ist ein bisschen besonders. Und die Zwinge? Ja, ich bin schon gespannt, wer der ist, die Zwinge. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
Lufina, wo bist denn du denn? Noch immer im Gasthaus? Auf jeden Fall eher irgendwo. Ah, bin ich falsch gelaufen? Er müsste vor meiner Nase sein. Lufina. Ah. Fast richtig. Aber nur. Komm schon, Ewa. Das kannst du klettern. Danke. Ah, da bin ich wieder. Hier drüben. Alles in Ordnung? Uns geht es gut. Farawit und seine Leute haben König Rixige zurück in seine Halle gebracht. Alle sind in Sicherheit. Dann treffen wir uns dort. Das ist gut. Zum Glück hat er keinen Wein getrunken, sonst wäre es kein guter Ende geworden. Vor allem Evo hätte was sagen können. Da ist Gift drin oder sowas. Bevor er sein Geschwafel der losgeprappert hat. Um alle zu retten. Wäre so eine Idee gewesen. Ich glaube nicht, dass uns jemand geglaubt hätte. Ich glaube eher daran lag's. Dass Evo das gesagt hat. Na, es ist zu spät. Jetzt ist es spät. Dieser wehleidige Scheißkerl. Ja. Das ist mir egal. Ich will antworten. Ruhig, König Rixige. Audun ist tot. Das beruhigt mich nicht. Ich wollte ihm persönlich die Wirbelsäule rausreißen. Du willst mich beruhigen? Fang an zu reden. Audun war mit einer geheimen Gruppe im Bund, die Jofurvik übernehmen wollte. Er bekam Hilfe von zwei anderen. Grigori, dem Hafenmeister, und Ingiborg, der Äbtissin. Und du? Warst du seit dem Moment deiner Ankunft auf der Spur dieser Verschwörer? Ja, dezent. Ich durfte nur nicht bekannt werden. Diese Gruppe kann jeden erreichen und die Mauern jeder Stadt durchdringen. Wie Würmer in einem Apfel hätten sie Jofurvik von innen zerfressen, wenn wir es ihnen erlaubt hätten. Aber du konntest es verhindern. Wir sind dir zu ewigem Dank verpflichtet. Sei sicher, dass Jarl Halfdan davon erfahren wird. Ist die Bedrohung vernichtet, dann ist ja auch meine Verbundenheit gewiss. Ich verdanke dir mein Leben, so wie viele andere auch. Ich würde dich gerne zur Großgräve von Jofurvik ernennen, ehrenhalber. Nimmst du an? Das klingt jedenfalls gut. Du ehrst mich, Herr. Du hast es dir verdient. Wenn ich so frei sein dürfte, in den Hohlräumen unter den Straßen liegt ein großer Silberschatz. Wie wahr, das Silber, das der Hafenmeister eingetrieben hat. Was schlägst du vor, damit zu tun? Ich würde sagen, gibst den Händler zurück, es geht ja der ihnen. Schwer arbeitende Händler wurden ihrer Waren beraubt. Ehre das Julfest, indem du das Silber den ehrlichen Bürgern Jofurviks zurückgibst. Ein weiser Rat. Ich stimme zu. Gut. Ich sorge dafür, dass Hjör das Silber gleichmäßig verteilt. Komm, Farawit, hilf mir, den Schatz zu bergen. Könnte etwas frische Luft vertragen. Das glaube ich dir, nach diesen Aktionen hier. Es gibt ein Sprichwort in Jarmaland. Nur die Toten dürfen sich beschweren. Und wir leben noch. Ich könnte ein paar Worte gegen den König oder das Schatzhaus vorbringen. Aber wozu? Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielleicht war es unser Schicksal, Harald Nordwege vorzuenthalten. Vielleicht ist es das noch. Nein. Nordwege liegt nun hinter mir und der Rest Englerlands vor mir. Gleichwohl, ich muss gehen. Warte. Danke. Solltest du uns je brauchen, wir kommen. Noch eine Sache. Das Silber auf deinem Tisch, Hjör. Es säte einen Zweifel in mir. Also muss ich es wissen. Wofür ist es? Ich kann wohl auf die Überraschung verzichten. Ich habe einen Silberschmied angeheuert, um ein Geschenk für Jufina schmieden zu lassen. Zum Julfest. Du Gauner! Ich werde dann lieber gehen, bevor ihr den Thron entweiht. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen, Eivor. In dieser Welt oder der nächsten. Wenn es dich erneut nach Jofurvik verschlägt, trink ein Ale mit uns. Ich werde dran denken. Ja, das war was anderes.
Vor allem das mit den ganzen Ordensmitgliedern hier. Ich wollte schon wissen, wann kommen die endlich? Und jetzt habe ich drei auf einmal hintereinander, sage ich nicht? Nein! Gut, dann würde ich sagen, auf zu Ranfi. Und ja, ich werde hier oben offscreen hier in Northumbria noch ein bisschen herumreißen. Aber wenn ich jetzt das schon abgeschlossen habe, kann ich sagen, ich sage der guten Ranfi Bescheid. Und ich kann auch entscheiden, wo es als nächstes hingeht. Also, ich habe noch immer das offen mit Südsexe, mit dem guten Sigurd. Da ja sein Arm ablos geworden ist. Wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und gefangen genommen wurde, weil die eine dachte, hey, das ist ein Gott, den muss ich gefangen nehmen. Ja, das ist sehr fragwürdig. Aber ich frage mich noch immer, wer könnte der Boss des Ordens sein? Es könnte ja jeder sein. Literally. Also nicht nur die einzige Frage, es gibt noch eine andere Frage. Und zwar, wann geht's mal wieder in die nächste Szene in der Anführungszeichen realen Anführungszeichen Welt? Die letzte ist schon Ewigkeiten her. Und seitdem hatte ich keine neue. Das habe ich auch noch im Hinterkopf, ja, ich habe das nicht vergessen. Aber Ranfi, das war. Alles in Ordnung? Ja, das war ein nettes Erlebnis. Ich habe in Jofarvik den Orden der Ältesten mit Jofvinas und Hjörs Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den Verborgenen gehören? Ich bezweifle es. Prügeleien in Seitengassen bringen wenig Ruhm. Da hast du recht. So, sie sagt nichts mehr. Das heißt, ich kann als nächstes auswählen. Gut. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was gibt's jetzt noch zu tun? Also, hier ist nichts Neues aufgetaucht. Gut. Es geht jetzt noch Schnottgangshamskier. Und das sind Südsexen. Wie gesagt, das sind Südsexen, das will ich zuletzt machen. Einfach weil, würde ich sagen, ja, auswählen. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottingerhamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Vili. Vili? Den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Vili bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Aber sowas von. Ich werde heute nach Nottingerhamshire aufbrechen. Schön, Sie werden sich freuen. Aber ich werde heute noch was anderes noch vorhaben. Ja, zuerst. Gut, ich gehe mal, wie gesagt, hier oben im Norden in Northumbria hier mal ein bisschen aufräumen. Eventuell mache ich auch hier die Plünderungen mal sehen. Und ich werde mir diesen einen Typen, der hier herumreitet, ich will sagen, das Ordensmitglied, auch mal aufsuchen und mal versuchen, ihn zu schlagen. Auch wenn die letzten gar nicht mal so einfach waren. Wir sehen uns wieder hier oben im Nordwesten. Irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber irgendwo sicher.